Die neue Corona-Variante Omikron breite sich in der Schweiz rasend schnell aus, sagt Epidemiologin Olivia Kaiser in den Tamedia-Zeitungen. So mache Omikron etwa im Kanton Genf bereits 11% der untersuchten Proben aus. Der Anteil der neuen Variante verdopple sich alle 2 bis 3 Tage. Wegen Omikron verschärft Österreich die Einreiseregeln. Wer ab nächster Woche quarantänefrei ins Land will, muss entweder geimpft oder genesen sein und braucht zusätzlich einen PCR-Test. Von der Testpflicht ausgenommen sind Personen, die bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben. Und beim Spendetag der Glückskette sind gestern insgesamt gut 4,2 Millionen Franken zusammengekommen. Für Kinder in Not weltweit und auch in der Schweiz. Anlass zur Spendenaktion war das 75-Jahre-Jubiläum der Glückskette.